Moin Leute, ich habe hier ein kleines Tabletop-Review über ein kleines Multitoolchen. Und das ist das Gerber Clutch, eine Ausführung von Bear Grylls. Kann man sehen, BG. Und der Grund, warum ich das habe, ich habe das damals in einem ganzen Paket bekommen mit allen Bear Grylls, allen Veröffentlichungen von Gerber, die mit Bear Grylls zu tun haben, als Tester. Ich habe damals 10 Euro für Versand bezahlt, der Rest war umsonst. Ja, nochmal öffnen. Zuerst, das Ding wiegt 99 Gramm. Ist also schon eine kleine Macht, die man da mit sich rumschleppt. Die Zange, hier drin ist eine kleine Feder und die ist wirklich stramm, kann man nicht anders sagen. Alle anderen Tools, die da dran sind, die sind nur von außen zugänglich, also von außen zugänglich, und das finde ich gut, weil man muss so das Multitool nicht veröffnen. Und zum einen ist das dann, hier haben sie übrigens den Daumen, den Daumenschlitz, ein bisschen uncool dran gemacht, so schlecht. Ein ganz normaler Schraubenzieher mit einem Kapselheber. Der Flaschenöffner, weiß ich nicht. Der ist ein bisschen schräg angeschliffen, warum auch immer, steht das mal hier hin. Und lege an diese dicke Linie das hier so an. Dann müsste man sehen können, dass das hier schräg angeschliffen ist. Seht ihr das? Na gut, macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm weiter, aber ist mir halt auch so aufgefallen. Dann haben wir einen Kreuzschlitzschraubendreher. Ich sage mal Schraubendreher, das hat sich so eingebrannt. In meiner Lehrzeit hat mein Lehrmeister, ich habe einen Maler gelernt, also Maler und Lackierer gelernt, unter anderem. Der sagte immer Kreuzschlitzschraubendreher. Das heißt nicht Schraubenzieher. Man zieht keine Schrauben, man dreht sie. Ja. Ist allerdings sehr flach gehalten. Muss man dazu sagen. Sehr flach. Klar, wie soll man da auch einen normalen Schraubendreher reinmachen? Dann haben wir hier auf der anderen Seite einen kleinen Schraubendreher. Eine Pinzette und wie man das weiß, haben auch die Schweizer Messer in der billigsten Ausgabe, das hier ist übrigens das schmalste, was ich kenne, aber eins meiner EDC-Messer, jedes Schweizer Messer hat auch eine Pinzette und oh, die ist nicht verkehrt, Hidi. Dann kommen wir zu den Klingen. Und das weiterhin Gute an diesem kleinen Multitool ist, die sind beschriftet. Da gibt es nämlich eine normale Klinge. Und eine mit Sägezahn und da steht hier dran Blade Klinge. So, sehr schmal, wenn man das so kennt von diesen Mini Multitools. Ist aber auch sehr scharf, auch am Werk. Und hier eine mit Sägezahn serrated. Und es macht bei diesem kleinen Multitool Sinn, wenn man eine Schnur durchschneiden will, wird das ein bisschen schwierig mit der normalen. Macht man das damit? Ja. Das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Und danke für die Zeit, die ihr aufgewendet habt, dieses Video zu gucken. Tschüss, macht's gut.